Am 27. September hat in Iguhallen Recherswil die Sportpreisfeier vom Kanton Solothurn in den zwei Kategorien Sportförderpreise und Sportverdienstpreise stattgefunden. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzter Herr Kantonsratspräsident Hugo Schumacher, werte Frau Landammann Susanne Schaffner, sehr geehrter Regierungsrat, sehr geehrter Herr Staatsschreiber, liebe Sportlerinnen und Sportler, sehr geehrte Gäste und Sportbegeisterte. Es freut mich sehr, Sie heute hier in der Iguhalle zu der 37. Sportpreisfeier vom Kanton dürfen zu begrüßen. Ich begrüße alle Preisträgerinnen und Preisträger mit einem grossen Applaus. Neben den diesjährigen Sportlerinnen und Sportler ist auch der 63-jährige Parasportler Heinz Frey, der in diesem Jahr seine 35. Olympiamedaille in Tokio geholt hat, geehrt worden. Was mir der Sport bedeutet natürlich, ich glaube, das ist eigentlich nur die wiedergewonnene Freude und die Demut und die Dankbarkeit, dass wieder so viel Sport möglich geworden ist, als ich einst im Bett gelegen bin mit 20 und mich gar nicht bewegen konnte, als ich auf ein Leben im Rollstuhl vorbereitet werden musste, wo die Psyche und der Kopf auch im Bett gelegen ist in dem Moment natürlich und das ganze Selbstwertgefühl zunichte gesehen ist. Und ja, wenn ich heute wieder trainieren konnte, 2 Stunden, meine 50 Kilometer absolviert habe, dann ist genau die Dankbarkeit, was das bedeutet. Ich kann mich bewegen, ich kann aktiv sein. Die Eröffnungsrede ist von Frau Landammann Susanne Schaffner eröffnet worden. Der Sport war in den letzten 1,5 Jahren stark gefordert. Ja, er ist teilweise sogar stillgestanden. Keine Wettkämpfe und auch keine Trainings. Das öffentliche Leben war im Lockdown und damit auch der Sport. Das hat sich zum Glück in der Zwischenzeit geändert. Vielen von uns ist vielleicht erst in dem Moment vom Stillstand klar geworden, wie wichtig der Sport ist. Er bringt eben nicht nur Erfolg, er bringt vor allem Menschen zusammen. Er lässt uns gemeinsam jubeln, gemeinsam feiern und bei Niederlagen auch gemeinsam leiden. Der Sport ist wichtig für den sozialen Zusammenhalt in unserem Kanton. Und darum ist es auch wichtig, dass wir alle wieder so uneingeschränkt wie möglich Sport treiben können. Wenn ich sehe, wie viele verschiedene Sportarten heute oben vertreten sind, dann freut mich die breite Palette. Eishockey, Golf, Mountainbike, Fußball, Turnen, Skisport. Der Kanton Solothurn ist vielfältig, auch im Sport. Sportpreis 4 2020 hat leider coronabedingt nicht durchgeführt werden können. Die Geehrten haben ihren Preis natürlich schon lange bekommen, sie aber gar keine Möglichkeit gehabt, die verdiente Ehrung auf der Bühne durch den Regierungsrat und vor Publikum zu erhalten. Die Sportkommission hat sich daher bemüht, eine Lösung zu suchen und wird diese 4 in einer verkürzten Form jetzt heute Abend nachholen. Die Sportpreise 2020 haben bekommen der Danny Kenzig, Uni Hockey, der Yannick Schwaller, Görling, Sarah Trösch, Volleyball, Birgit Winzenk, Dressurreiten und Miriam Hintermann, Uni Hockey. Ja, ich habe recht spät auf Unihockey spielen, habe lange Fußball gespielt, auch sehr ambitioniert und intensiv. Und für alle hier aussen, die das Gefühl haben, ja, wenn wir es früh anfangen in einer Sportart, damit man ganz hoch kommen kann. Man kann auch spät anfangen, wenn man die richtige Einstellung hat, wenn die Leidenschaft zum Sport da ist, kann man noch ganz weit hoch kommen. Als Stürmerin hat man natürlich viel Laufarbeit, das liegt mir. Ich bin eine physische Spielerin, ich liebe 1-1 gegen Gegenspielerinnen. Und der Zug aufs Goal, das ist das, was wahrscheinlich auch meine Stärke ist. Beim Curling ist es natürlich so, dass wir nur 4 Personen sind im Team. Es ist im Vergleich zu anderen Sportarten, wo du grosse Kader hast, ist es mega wichtig, dass du aufeinander abgestimmt bist. Gleiche Ziel, offen sein, gute Selbstreflexion, immer bereit weiterzugehen und den Berg zu erklimmen.
Man weiss definitiv immer, wenn man den Stein losgelassen hat, kommt der etwa gut oder nicht. Das siehst du auch relativ schnell schon, wenn es ein langsamer Stein ist, nach der Reaktion deiner Mitspieler. Die sagen dann, ist er kurz oder schnell. Mir bedeutet Volleyball sehr viel. Es bedeutet mir Freundschaft, Leidenschaft, Freude, ganz viele Emotionen zusammen, die man sonst in einem alltäglichen Leben vielleicht nicht erleben würde. Sehr erfolgreich und das ist natürlich sehr, sehr schön. Als Zuspielerin gefällt mir besonders, dass man jeden zweiten Ball berührt und dass man extrem viel muss über das Spiel nachdenken muss und wie man seine Angreifer in die bestmögliche Position bringen kann. Meine Stärken sind so technische Sachen mit dem Stock. Ich bin sehr schnell, da ich auch relativ leicht bin. Bin ich auch recht flink auf den Beinen. Wenn ich aufs Goal laufe, überlege ich eigentlich nicht viel. Weil, ja, wenn ich schiesse, dann ist meistens drin, nach meinem Gefühl. Und dann, was für ein Treffer! Für mich sind die grössten Herausforderungen beim Dressurreiten die absolute Präzision, die absolute Konzentration, das absolute Vertrauen von zwei Partnern. Der eine davon ist nonverbal. Das Gefühl, das ich bekomme auf dem Ross, wenn wir zwei als Einheit tanzen können, das kann ich euch fast nicht beschreiben. Stellt euch vor, das Ross hat 500 Kilo und ich habe 50 Kilo und wenn meine 50 Kilo mit diesen 500 Kilo verschmelzen, ich die Kraft kann übernehmen mit einem leisen Gedanken, mit einem leisen Verändern von Bauchmuskulatur, Körpermuskulatur, Einwirkung, plötzlich einfach eine riesige Wucht kommt und ich quasi zum Zentaurus werde. Sportförderpreise 2020. Einen Preis haben bekommen der Robin Heveli, Kanu, der Fabian Reser, Fußball, der Jan Iseli und der Max Winz, Görling und der SC Derendingen Leistungszentrum Frauenfußball. Wir kommen zu den Verdienstpreisen 2020. Dagobert Gahanes, der Heinz Hammer und Franzi Hofer. Und dann ist es auch schon losgegangen mit der diesjährigen Ehrung der Sportlerinnen und Sportler. Ein Sportförderpreis überkommt Giancarlo Chanton. Giancarlo erhält einen Förderpreis, Sportförderpreis für seinen konsequenten und erfolgreichen Weg als Eishockeyspieler bis hin zur Berufung in die höchste Eishockey-Nationalmannschaft der Junioren. Das Eishockey bedeutet mir sehr viel. Es ist meine grosse Leidenschaft. Und es macht sehr Spass, das jeden Tag auszuüben können. Meine Highlights waren bis jetzt die European Youth Olympic in Sarajevo und die U20-Weltmeisterschaft in Kanada. Als Verteidiger hast du sehr viel Einfluss aufs Spiel. Du kannst das Spiel ein bisschen lenken von hinten und Goal verhindern. In der Woche trainiere ich ca. 6 bis 8 Mal auf dem Eis. Der grösste Unterschied vom Ausland zur Schweiz ist, dass das Eisfeld viel kleiner ist im Ausland und dadurch, dass das Spiel viel intensiver wird. In Kanada haben wir fast bis 5'000 Zuschauer und in der Schweiz kommen meistens nur Familie oder Verwandte. Played forward, Castleman, he's in with Latnia. Latnia with a shot, scores!
Wenn ich auf dem Eis bin, dann vergesse ich eigentlich alles drumherum und konzentriere mich nur aufs Hockeyspielen und habe eigentlich ja, immer Freude, wenn ich aufs Eis gehe. Förderpreis überkommt er Oliver Hausammann. Oliver Hausammann hat beste Voraussetzungen, ein wichtiger Trumpf im Schweizer Golfsport zu werden. Deshalb erhält er einen Sportförderpreis. Mir begeistert eher so die Vielseitigkeit des Spiels. Das heisst, man muss nicht in einem Bereich gut sein. Es sind ziemlich viele Bereiche. Und nachher ist es so ziemlich eine mentale Sache. Das heisst, in unserem Niveau ist es eigentlich wirklich nur noch im Kopf. Der im Kopf eigentlich gut kämpfen kann, wird dann auch eigentlich meistens gewinnen. Und das ist so ein bisschen Kunst, das dann zu schaffen. Eigentlich. Kein Schlag ist eigentlich gleich wie der andere. Und wegen dem ist es eigentlich auch extrem vielseitig. Das heisst, keine Runde ist gleich wie die andere. In dem Moment, wenn ich ehrlich zum Ball gehe, überlege ich, ehrlich, wie weit ich das Green habe, also die Distanz. Dann nehme ich ehrlich den Schläger, der für die Distanz geeignet ist. Man überlegt einfach nur, welchen Schlag, also welche Kurve, wie hoch, wie fest. Und dann schlägt man einfach. Meine zukünftigen Ziele sind eigentlich, dass ich Profi werden will und schließlich auf dem Golf zu leben können. Sportförderpreis geht an Luke Wiedmann. Wurzeln, Steine, Geröll, Sprünge, steile Aufstiege, waghalsige Abfahrten, das ist die bevorzugte Unterlage für Luke Wiedmann, seine Welt des Mountainbikens. Dabei ist Kraft, Ausdauer, Präzision eine Grundvoraussetzung für seine Sportart, aber eben auch die Balance der Risikoabschätzung. Wir sind stolz und freuen uns, mit Luke Wiedmann ihm einen Sportförderpreis des Kantons überreichen zu dürfen. Die grössten Herausforderungen sind, dass man überall gut sein muss, physisch, technisch, mental. Am coolsten sicher sind meistens die Abfahrten, aber auch einfach die Zweikämpfe, die man hat, das Rennen extrem hart wird. Das Rennen vorbereite ich mich so vorbereitet, dass ich mit den Stunden recht runtergehe. Ich mache nur noch ganz lockere und ein paar kurze, intensive Trainings, damit ich am Rennen so gut erholt bin und einfach meine Bestleistung zeigen kann. Das Training sonst ist eigentlich immer ganz anders. Ich habe einen individuellen Trainingsplan von meinem Trainer. Und manchmal sind es 10 Stunden, manchmal 20 Stunden. Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Meine grössten Highlights waren letztes Jahr der Schweizer Meistertitel U19 und der dritte Rang an der Europameisterschaft und im 18. Der Vize-Europameistertitel. Mich begeistert, dass man in der Natur ist. Man erlebt so viel auch in den Trainingslagen. Man sieht mega viel von der ganzen Welt. Halt. Irgendwie in Kanada, wo auch immer ein Rennen hat. Sportförderpreis geht an Adriola Cemaili für ihre ausgezeichneten Leistungen als Fußballspielerin.
Wir kommen zur zweiten Gruppe von Sportförderpreisen, nämlich den Vereinen. Ein Sportförderpreis bekommen der Turnverein Hopperstein und der STV Welscheroor. Für das langjährige und erfolgreiche Engagement im Bereich der Jugendförderung erhält der Turnverein Hubersdorf einen Sportförderpreis. Der Turnverein Hubersdorf hat etwa mehr als 100 Mitglieder, die aktiv turnen. Das teilt sich auf in die Jugendriege, die Jüngsten sind. Und dann, dann gehen sie zu den Aktivriegen über, die so die Älteren sind. So ab dem Alter, wo man dann geht, arbeiten, die Lehre macht. Und dann ist die Männer- und Frauenriege, die sich aufteilt. Und dann dort bis ins höhere Alter, wo man dort trainieren kann. Wir haben ganz verschiedene Disziplinen. Wir haben sehr viele spielerische Sachen, die wir hier im Training machen und auf den Wettkampf sehen. Haben wir nachher auch Leichtathletik, die noch dazukommt, oder auch Gymnastik. Die Jungen zu fördern ist sehr wichtig, dass sie sich einfach daran gewöhnen, sich zu bewegen und auch eine Möglichkeit haben, sich auszupowern. Gerade im Gegensatz zur Schule, so ein bisschen Ausgleich finden durch das, aber gleich auch das Gemeinschaftsgefühl erleben, irgendwie außerhalb des Schulalltags. Und so in dem Sinn als Team können wachsen und im Sport das können ausleben. Also, ein Riesen-Highlight ist das Turnfest, wo wir alle Jahr gehen. Und dort haben wir immer wieder das Turnfest gewinnen. Das hat uns gerne Spass gemacht, teilzunehmen und mit dem ganzen Verein dort zu sein. Mich begeistert es einfach die Vielfältigkeit, sich auszuprobieren und immer wieder neue Sachen zu entdecken und das mit Leuten zusammen zu machen, die man seit Jahren kennt. Dass wir so ein kleines Dorf sind und eigentlich so einen grossen Turnverein. Und dass wir so viele grossartige Leiter und Helfer dabei haben. Und der letzte Sportförderpreis geht an STV Welscheroor. Der Regierungsrat des Kantons Solothurn verleiht dem STV Welscheroor einen Sportförderpreis für seine vorbildliche Förderung der Leichtathletik in der Region. Der Turnverein Welscheroor besteht aus ca. 200 Mitgliedern. Davon sind ca. 80 Personen aktiv tätig und die sind aufgeteilt in drei Abteilungen. Wir machen Leichtathletik, das ist unsere grösste Abteilung. Weiter haben wir ein Aerobic-Team und das dritte Team, das wir haben, ist noch eine Korbbaumannschaft. Der Turnverein Welscheroor trainiert eigentlich fast jeden Tag in der Woche. Sei das ein Leichtathletik, das sehr viel auf den Anlagen ist, sei das mit dem Jugend- oder mit den Aktiven. Und das Aerobic und das Korbbau trainieren jeweils einmal in der Woche. Ja, wir haben auch wirklich gute Athleten, die an die Schweizer Meisterschaft kommen, an die Weltmeisterschaft, an die Europameisterschaft. Also uns ist wichtig bei der Förderung des Nachwuchs, dass wir die Leute, dort wo sie sind, weiterbringen. Aber jedes auf seinem Stand von der Leistung her. Ich kenne auch jedes Kind, das da ist. Ich will jedes Kind betreuen oder helfen betreuen. Mein persönliches Highlight im Turnverein ist, wenn wir Vereinsanlässe organisieren für die Mitglieder selber oder wenn wir zusammen an ein Turnfest reisen können, wenn wir eine schöne Zeit miteinander haben können, die uns den Sport und auch die Gemeinschaft verbindet. Wir kommen zur letzten Kategorie, zu den Sportverdienstpreisen. Ein Sportverdienstpreis bekommt Dani Häfliger, Sibylle Kessler-Burkhalter, Reto Weisskopf.
Dankesrede ist gehalten worden von Daniel Häfliger, der im Namen von allen Sportlerinnen und Sportlern geredet hat. Im Namen der Preisträgerinnen und Preisträger danke ich herzlich für die uns entgegengebrachte Ehrung heute Abend. In erster Linie spreche ich der Solothurner Regierung ein grosses Merci aus. Sie ermöglicht es nämlich, die Preisverleihung, und ehrt jedes Jahr Vertreterinnen und Vertreter aus dem Solothurner Sport. Daneben gilt der aufrichtige Dank aber allen, die dazu beitragen oder es überhaupt ermöglichen, dass wir die Ehrung heute oben haben dürfen erfahren. Nämlich an die Eltern, an Familie, an Freunde, Vereine und Verbände und allen, die ich jetzt nicht explizit erwähnt habe. Was heisst dieser Erfolg? Das ist unterschiedlich. Denn einmal ist die persönliche Leistung, ein anderes Mal ist das Engagement für andere, damit die eben Top-Leistungen können erbringen können. Oder wie in meinem Fall die lange Zeitdauer von der Verbundenheit mit dem Turnen. Mit einer musikalischen Begleitung von Petra Hugi-Widler und Angela Petitti ist der Sportpreis für feierlich abgerundet worden. Don't you know that Rome wasn't built in a day? You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day?